Die Geburt von Prinz William im Juni 1982, 11 Monate nach der Hochzeit, festigte diese Ehe nur nach außen hin. Zeigen Sie uns Ihren Sohn, königliche Hoheit! Im ganzen Land war Williams Geburt Grund zum Feiern. Diana hingegen litt an prä- und postnatalen Depressionen und ihre Bulimieanfälle häuften sich. Später gab sie sogar Selbstverstümmelung zu. Nichtsdestotrotz erfüllt später die Geburt eines zweiten Sohnes die Eltern mit Freude und verlieh Dianas Leben einen neuen Sinn. Sie war fest entschlossen, ihren Söhnen all die Liebe zu geben, die ihr in ihrer Kindheit verwehrt geblieben war. Die Jungvermählten bewegten sich in perfektem Gleichschritt und bezauberten ihre Umgebung. Ein, wie es schien, glückliches Paar. That was a real love trip every day.